Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Child of Light mit mir, Cypher Squad. Und im letzten Part haben wir unseren ersten Begleiter gekriegt, nämlich, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wie hieß denn die gute Dame? Die gute Dame hieß Rubella und hatte immer so ein bisschen den Drang, das letzte Wort ein bisschen zu, ja, falsch auszusprechen. Und wir sind auf dem Weg zum Dornenbaum und ich bekämpfe hier so ein bisschen die Gegner. So, jetzt haben wir es allerdings nur mal mit einer Spinne zu tun, die kann ich mit einem Sternlicht, die Geist und die Spinne kann ich mit einem Sternlicht alle machen. So, und da kommt's auch schon. Rums! Und da hat die gute Dame nicht gut lachen. So, die Überrumpelung, 18 Schaden, ja, ist okay. So, dann unterbrechen wir und dann kommt noch ein Hieb. Und das ist sehr effektiv, wie man im Pokémon sagt. Mensch, Rubella ist schon wieder mit einem Level ab hier. So, und wir finden noch ein Heiltonikum. Tja, was nehme ich denn bei der guten Rubella jetzt mal? Ich würde sagen, das Verteidigungs-Upgrade. Würde ich jetzt mal meinen. Schutz vor Leid alle. Ja, machen wir so. Okay, dann machen wir uns jetzt endlich mal auf links. Ach, verdammt. Ich wollte gar nicht in den Kampf, ich wollte eigentlich oben drüber spielen. Aber man muss sagen, das Kämpfen macht sehr viel Spaß. Ich finde das Kampfsystem sehr schön, aber die Viecher haben nun gar nichts zu melden hier. Ja. Ja, 24 Schaden durch Feuer und weg das Ding. So, gibt auch nicht mehr allzu viel MP. Aber wir kriegen ein Antidu. So, da ist allerdings noch eine Kiste. Und da kriegt man zwei ungeschliffene Saphire und ich habe, glaube ich, schon einen. Das heißt, wir können jetzt einen neuen herstellen. Geschliffener Saphir. Yay! Gewährt eine 10%ige Chance, einem Angriff fände. Sehr schön. 10% ist gut. 10% ist supi. Könnte ich jetzt aber allerdings auch gucken, dass wir auf Leben hier gehen. 8% mehr. Feuerschaden oder Wasserschaden? Ja, wir nehmen mal noch den Feuerschaden wegen den Monstern hier. So, okidoki. Hier waren wir doch, glaube ich, aber schon... Ach ja, hier unten lang müssen wir. So, jawohl. So, jetzt konnte ich hier oben noch gucken. Ja, da war nämlich auch noch ein Schalter. Und wir kriegen einen ungeschliffenen Smaragd. Hey, ja, da muss ich jetzt schon wieder gucken. Erhöht den Erdwiderstand. Fügt Nahkampfangriffen Blitzschaden hinzu. Ah, okay, Blitz ist gleich Erde sozusagen. Das macht die MP hoch. Okay. Ja. Können wir den Okuli auch ihr geben? Ja. Das passt. Blitzschaden für Rubella ist okay. So, da ist noch eine Kiste. Zaubertrank. So, dich blende ich und dann machen wir dich noch platt. Jawohl. So läuft das hier. So, Spinnchen und ein Astdrache ist es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man die Namen von den Gegnern auch sehen kann. Ich glaube aber nicht. Ah, stimmt, da kommt jetzt. So, die Spinne müssen wir blenden. Und da ist der Astrare schon weg. Okay. Ja, die Zange müssen wir jetzt hinnehmen. Ist okay.
So. Reicht doch nicht ganz. Die Spinne ist hart im Nehmen. So, hey, ausgewichen. Wunderbar. So, Bella macht sie platt mit der Überrumpelung. So, relativ viel EP. Und wir kriegen einen ungeschliffenen Smaragd. Da haben wir schon zwei davon. Dann können wir, wenn wir drei haben, die wieder aufbessern. So. Jetzt müssen wir mal gucken hier oben. Eventuell noch was? Nee. Die Schatzkiste hat man. Also ich kann mal hier oben noch gucken und renne natürlich voll in die Spinne rein. Einwandfrei. Wollte ich gar nicht. So, allerdings, ja. Jetzt nicht so dramatisch. Schade, dass Rubella keine Angriffszauber hat, aber ist anscheinend reiner Support. Okay, wir machen die Spinne alle. Ich frage mich, ob ein Sternlicht echt mehr Schaden macht. Mal gucken. So, du bist weg. Du machst Schaden, aber es ist nicht so schlimm. Da können wir Jurobella nochmal heilen. So. Gut, tschüss! So, und dann sind wir Stufe 9. Und kriegen jetzt Verteidigen plus 2. Und hier Sternlicht plus 2. Das wird dann das nächste sein, worauf ich gehe. Okidoki. Gut. Hier muss ich drauf scheinen, das weiß ich. So. Dann kriegen wir noch einen ungeschliffenen Saphir und können wieder nach unten fliegen. Wuhi! So. Oben auf dem Baum war ja, glaube ich, nichts mehr. Hier kommen wir noch nach oben. Und finden einen Stärkestein-Sternstaub. Und den werde ich doch gleich mal wieder Aurora geben. Mit 17 Stärke. Die ist eher Magier, ne? Würde ich eher sagen. Aber wir geben ihr mal die Stärke. Immerhin ist es unser Main Character. So, haben wir hier oben noch irgendwas? Hier haben wir noch so eine komische Alte. Hier haben wir noch eine Kiste. Ein Zaubertrank. Das ist verschlossen. Ha, alles verschlossen. Hm, na gut. Okay, dann müssen wir eben weiter. Und mal gucken, hier ist noch eine Kiste, die können wir auch nehmen. Wiederbelebungstrank. Ah, aber in das Haus können wir reingucken. Okay. Und haben da auch noch eine Kiste mit zwei ungeschliffenen Smaragden. Und da kann ich doch jetzt 1, 2, 3 und geschliffener Smaragd. So, dann können wir ihr den nämlich geben. Steckt den Angriff nämlich nochmal um 8%. Dürfte sie, glaube ich, so 20 Schaden jetzt machen. Wenn überhaupt. Was ist denn eigentlich Geschenk? Ach so, okay, gut. Das interessiert mich. So, und dann machen wir mal noch die MP hoch. Einfach, weil wir es können. So. Wo sind wir denn eigentlich? Oh, das nehme ich auch gerne mit. Kein Thema. Das Verteidigungs-Upgrade. Und ich habe irgendeine Aktion abgeschlossen, aber Ubisoft-Konto interessiert mich herzlich wenig. So, Glühwurm-Elixier, da können wir nochmal... Ah, es ist auch verschlossen. Das macht mich nicht verdrossen. So. Wollen wir fliegen?
Links zum Altar von Mathildis. Ne, da wollen wir nicht hin. Ich renne erstmal voll in die Alte rein. Wir wollen ja zum Dornbaum. Aber irgendwie gibt es so viel zu entdecken. Ach du lieber Gott. Gut, kein Problem. Krieg mal hin. So, du machst den, du machst die Alte platt. Kommt zweimal der Wachstumsschub. Das ist natürlich blöd, aber zumindest schieb mal die schnell weg. So. Überrumpelung. Ah, ausgewichen. So, aber warte mal, jetzt machen wir hier mal eine Verteidigung drin. Denn da kommt der Herbst. Ja gut, Rubella, die hat viel KP, die juckt das nicht so wirklich. Weil ich die dann noch heilen kann. So, ja. Ich habe gesagt, 20 Schaden macht sie nicht. So, du bist weg vom Fenster. Heilt sich aber mal selber. Und wir machen nochmal eine Verteidigungshaltung einfach. Damit wir da nicht so viel Schaden jetzt kriegen. Oh, schön, ich komme noch vor dir dran. Okay, so. Und Rubella erreicht Level 11. So, und einen Rubin kriegt man. Ist jetzt, glaube ich, die Frage. Stärke. Leben. Ja, verteidigen 2, die hat 4 KP, das ist jetzt nicht so schlimm. Wiederbeleben kannst du ja auch schon. Ich würde sagen, wir nehmen die Stärke. So, jetzt ist natürlich, warte mal. Jetzt können wir da, glaube ich, zack, zack, zack. Und haben dann geschliffene Rubin. Muss ich ja den Wasserwiderstand nehmen. Ja, Hauptsache was drin. So, okidoki. Dann ab nach unten. So. Rechts zum alten Kloster. Das war... Da war mal, da kommen wir her. Wir wollen aber zum Dornenbaum. Und zum Dornenbaum geht's nach links. So, hier haben wir das Schwert ja, geholt. Hier oben ist allerdings auch nichts. Und jetzt die Frage hier. Was? So, mal gucken, ob ich mich da mit den Gegnern nicht verscherze. Weil ich glaube, dadurch, dass man jetzt auch fliegen kann, kommt man halt überall hin. Okay, aber da ist so eine Geisterfrau dabei, das dürfte gehen. So, ich mach mal Schutz vor Leid. Einfach um da mal eventuelle Statusveränderungen vorzubringen. So, die gute Frau geht eben nicht unter. So, du verteidigst. Ah, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Irgendwelche Statusveränderungen. So. Aber das soll uns nicht jucken. Ja, aber Feuer empfinde ich es ja nicht. Steht aber immer noch. Zäubender Biss. Bin doch schon voll langsam. Was willst du von mir? So, und wir kriegen noch einen ungeschliffenen Saphir. Mensch, das Zeug wird einem regelrecht hinterhergeworfen. So, nee, nach rechts, da kommen wir bestimmt irgendwann nochmal hin. Wir müssen jetzt nach links. Aber hier musste ich nicht rein. Ach nee, ah, da komme ich doch her, ich Dödel. Mensch,
bin doch auch ein Honk. So. Ach, jetzt sind die Wölfe hier auch so. Ein geschliffener Rubin. Können wir doch nach oben. Das ist Wahnsinn, ey, hier oben. Überall hin zu können und so. Links zum Altar von Matiti. Nee, da wollen wir doch eigentlich gar nicht hin. Verschlossen, das macht mich nicht verdrossen. Halt, hier war ich schon. Hier war ich schon. Da war ich schon. Wahnsinn, ich hätte auch einfach rüberfliegen können. Ich dödel. Na, Mahlzeit. Okay. Ist jetzt die Frage, ob nach hier? Die Luft ist so mild, Herr Glühwurm. Igniculus? Aurora, wie groß ist deine Nadel? Hör auf, du redest abstrus. Warum macht sich zum Ast, wer wie ein Blatt ist, ganz klein? Du und ich, wir könnten Bäume sein. Sicher, das wäre fein. Ihr sprechet in Rätseln. So, ich muss nach links. Dass hier so richtig ist, wo ich bin. Auf jeden Fall ist da noch ein Schliff noch Rubin 2. Mensch, da kann ich doch jetzt schon wieder einen herstellen. Zack, zack, zack. Halt. Ha! So. Übereifrig. Zack, geschliffener Rubin. Yay. Max LP plus 8. Ja, ich finde das eigentlich besser, wenn sie ausweicht. Auch wenn es nur 10% sind. Fang mich doch, du altes Loch. So, haben wir hier irgendwo einen Wegweiser? Da ist auf jeden Fall eine Schatztruhe, die will ich haben. Das heißt aber, dass ich mich mit dem Wolf prügeln muss. So, Überrumpelung auf den Wolf, oder? Nee, auf den Astrache unten. Und du, ein Sternenlicht, vergehe nicht. So. Gebell. Naja, gut. Ach du, was gleich hast, Frost. Na, Prost, Mahlzeit. So. Bedienen wir uns mal an den Büschen. Weil wir das so gern müssen. So. Du machst den da unten platt und ich. Ich das? Ich könnte ihn jetzt da platt machen. Mario hoch. 35. Verheerend! So. Verlangsamt schon wieder hier. Und ein kräftiger Hieb. Das reicht aber immer noch nicht. 13. Ja, macht doch Schaden da. So, jetzt aber. Okidoki. Wir kriegen noch einen Zaubertrank. Und kriegen, na, noch zwei. Okay. Ich würde hier ganz gerne mal rechts zum alten Kloster. Nee, da wollen wir doch nicht hin. Wir wollten doch. Aber hier bin ich bin ich da gestartet? War doch noch unten eine Höhle, ne? Irgendwo hier. Hier. Ah, da war doch. Ah, okay, gut. Na gut. Fliege ich mal nach links weiter. In der Hoffnung, dass ich doch dann endlich noch. Vielleicht muss ich ja doch zum Altar von Mathildis. Und die haben doch gesagt Dornenbaum. Naja. So,
So. Oh, noch eine Truhe. Ein Tonikum, okay. Rechts mit plus ein Mühe. So, hier war ich halt. Hier war ich nicht drin. Hier war ich noch nicht. Ah doch, hier war. Doch. Okay. Gut, nur die Gegner haben sich geändert. Meine Herren, es ist schon wieder ewig her, seit ich in dem Gebiet war. Ah! Der Altar, ich kann ihn sehen. So. Stimmt, hier haben wir angefangen. Links zum Dornbaum, alles klar. Dann los, da will ich noch ankommen. Vorher werde ich hier den Part nicht beenden. Oh, was bist denn du für einer? Weib, hier kommst du nicht vorbei. Ein Schritt und ich haue dich zu Brei. Los, gib den Weg frei, sonst schlage ich dich in zwei. Oh, okay. Dann Bossfight die zweite. Der hat zwei Wölfe dabei. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir den Bossfight doch im nächsten Part. Und ich würde sagen, das war Child of Light für heute. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!